Und damit, Freunde, herzlich willkommen zu Five Nights at Freddy's Into the Pit. Und nein, das hier ist kein Hauptspiel, das ist tatsächlich ein Spin-off, denn dieses Spiel, soweit ich weiß, basiert auf einem Buch mit dem gleichen Titel. Das war einer der ersten Fazbear-Fright-Stories, also das war so, ja, in der Fluff-Universe, aber es war einfach so nicht Canon und es war einfach nur so Horror-Stories. Also ich blende mal einfach ein Bild ein von dem Buch. Und so, sorry, ich habe mal mein Licht ein bisschen weiter gemacht. Ja, wir spielen hier zwar in der Nacht, aber so dunkel muss es ja auch nicht sein wie früher. Und ja, ich weiß ein bisschen was über die Geschichte von Into the Pit, von diesem Buch. Ich werde mehr dazu erzählen, wenn wir dann soweit sind. Und es überrascht mich tatsächlich, dass das Spiel auf Deutsch ist. Ich glaube, es ist das allererste Mal, dass ein Five Nights at Freddy's Spiel auf Deutsch ist, oder? Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Und ich würde sagen, fangen direkt einfach mal an. Boah, 5 Speicherstände. Wir sehen schon, wir kommen in eine neue Ära an von FNAF-Spielen, glaube ich. Obwohl, ich glaube, Security Breach war auch deutscher Text. Bin mir nicht sicher. Ist auch nicht so wichtig. Machen wir einfach. Für ein optimales Erlebnis stellt den Schieberegler ein, bis du das mittlere Bild kaum noch sehen kannst. Also Chica. Ja, ich kann die sehr, sehr gut sehen. Oh, jetzt kann ich sie gar nicht sehen. Das kann ich sie gut sehen. Also hier ist sie weg bei mir. Und hier ist sie da. Weg, da, weg, da. Tot nehmen, tot nehmen, tot nehmen. Okay, machen wir einfach so, wie es gerade war. So, oder? Machen wir so. Einfach mittig. Schwierigkeitsgrad. Hä? Okay. Wir haben furchterregend ein ausgewogenes Erlebnis. Alter, der Hintergrund, Jumpscare. Oder gruselig ein narratives Erlebnis. Okay, also gruselig ist einfach so für die Casuals, die nicht so viel spielen, glaube ich. Und furchterregend sind für Leute wie mich. Bist du sicher, dass du diese Schwierigkeitsgrad fortfahren möchtest? Ja, aber let's go. Bin richtig gespannt. Warum ist da oben ein Icon? Seht ihr das? Das ist ein komisches Icon. Na egal. Prolog. Kann hier nicht einmal etwas Interessantes passieren? Hey Oswald, es ist Zeit zu gehen. Was zeichnet denn da? Einen, naja, Osterhasen oder so? Kann ich nicht irgendwo anders hin? Die Pizza war die ersten paar Male gut, aber ich würde gerne was Neues machen. Ach, komm schon aus. Jeffs kann doch nicht der schlechteste Ort sein, um abzuhängen. Es war jeden Tag den ganzen Sommer über dasselbe. Ich gehe rein, hol mir Pizza, starre stundenlang auf die fettschmierten gelben Wände und warte dann drauf, dass du mich abholst. Wo bleibt denn da der Spaß? Ich bin fast froh, dass morgen die Schule wieder beginnt, damit ich diesen Ort nur noch am Wochenende sehen muss. Ach, es tut mir leid, mein Junge. Mir ist klar, dass der einzige Ort für Spaß kein heruntergekommenes Pizzalokal für ein Kind sein sollte, aber Jeffs ist alles, was wir haben. Es ist das Einzige, was wir uns leisten können, Sohn. Du weißt, dass das Geld knapp ist, seit das Werk geschlossen wurde. Sobald ich Vollzeit im Eckladen bin, wenn der Eckladen überhaupt so lange überlebt, alles in der Stadt ist tot oder am Sterben und es ist nicht abzusehen, was als nächstes schließt. Warum können wir nicht in die nächste Stadt ziehen? Wo alle anderen hingezogen sind. Alle meine Freunde sind jetzt dort. Es kann doch nicht zu schwer für Oma sein, ein paar Kilometer zu reisen. Naja, solange ihre brüchigen Knochen nicht über Nacht heilen, ist ein Umzug undenkbar für sie. Schwierige Lage. Können wir Oma nicht einfach in Luftpolsterfolie einpacken? Wenn es doch nur so einfach wäre. Selbst mit der mächtigen Kraft von Luftpolsterfolie ist sie immer noch zu gebrechlich und das wird sich nicht ändern. Apropos Dinge, die sich nicht ändern. Ich wette, dass das Opossum immer noch an der Ecke bei der Ampel ist.
Oh ja? Lass uns wetten. Wenn das Fieber noch da ist, gebe ich einen Dollar mehr für ein zusätzliches Stück Pizza bei Jeffs. Okay. Die Grafik ist interessant. Das erinnert mich ein bisschen an Super FNAF. Das war so ein Fangame, was sehr richtig beliebt war zu der Zeit. Noch da? Noch tot. RIP. Da haben wir's. Jeffs Pizza. Es wird schon werden aus. Naja, schlechter kann's ja nicht. Das ist die richtige Einstellung, Sohn. Wie, oder lässt uns jetzt einfach hier? Was soll das? Was für ein Papa bin ich, wenn ich ihn nicht glücklich machen kann. Geschweige denn mir leisten kann, ihn ausschließlich mit Pizza zu ernähren. Oh, es tut mir leid, dass es so gelaufen ist, Oswald. Was soll man machen, wenn das Geld knapp ist in der Familie, ne? Aber so schlecht sieht es doch gar nicht aus hier eigentlich. Ah, schon wieder zu spät, Papa. Erinnerst du dich noch dran, als das der Treffpunkt war? Hm. Was? Achso, da hinten die Eltern. Weißt du, dass der Treffpunkt war, Mann? Na klar, meine Eltern haben mich ständig hier gewöhnt gebracht. Ich erinnere mich noch daran, wie ich im Bällebad gespielt und eine Pilzinfektion Hashtag bekommen habe. Boah, wahrscheinlich ist es deshalb nur noch abgesperrt. Deshalb und, naja, du weißt schon. Kram, haben wie die da essen, ey. Hm, ein geheimes Bällebad, oder? Ein Bällebad? Und da sind wir! Oh, sieh, such das Bällebad. Oh, meine Cam verdeckt das. Moment, das fixen wir. Kein Problem. Jupp. Hier passt die Cam, oder? Ich bin hier. Oh, lass mal so. Ich glaube, ich spiele mit Controller, oder? Ja, machen wir Controller. Ja, auch Tastatur spielen können, aber ich glaube, das Spiel ist eher für Controller gedacht. Ich weiß nicht genau, was für ein Genre das hier sein wird. Vielleicht so Side-Scroller oder vielleicht auch so Point-and-Click. Keine Ahnung. Wir sind im Essbereich. Also der Bühne, Keller, Eingang, Sicherheitsraum, Küche, Bällebad, Sicherheitsraum, 2, Lagerraum und Spielhalle. Okay. Und das sind wir. Wir spielen als Oswald. Der kleine Junge, wir wissen nicht, wie alt er ist, aber für der kleine Junge, der, naja, zur Pizzeria geht in der Freizeit, weil sein Dad sich nichts anderes leisten kann. Was geht ab? Lass uns nie mehr über dieses ekelhafte Bällebad sprechen. Okay, war es so schlimm? Oh. Ah, ich habe ein Inventar. Okay. Logbuch. Ah, Logbuch sind die letzten Gespräche, die wir hatten. Quest, suche das Bällebad. Ich habe Leute bei Jeff belauscht, die über ein altes Bällebad im Restaurant gesprochen haben. Könnte interessant sein, es mal abzuchecken. Achso, ihr seht die Bilder gar nicht. Sorry, ich sehe das manchmal nicht, was ihr sehen könnt. Ganz nett gemacht, finde ich. Ist ganz nett gemacht. Grafisch ist es auf jeden Fall schon mal top. Oder? Das wäre mal was Neues. Diese Tür ist verschlossen. Ah, okay, da kann man nichts machen. Ja, suche das Bällebad. Ich meine, okay, ein bisschen rumplanschen kann ich schaden. Wo sind denn die Animatronics? Oh Mann. Ich habe keine Ahnung, wofür diese Bühne ist. Es gibt hier nie irgendwelche Bands. Okay, also wissen wir gar nicht, dass die Animatronics sind? Schauen wir mal. Hinter den Kulissen. Ich habe Jeff das noch... Was? Ich habe Jeff das noch nie benutzen sehen. Das erklärt die ganzen Flecken auf dem Boden. Ja, hier wird noch nicht geputzt, oder was? Manchmal kann man B für Rennen, aber ich weiß nicht, ob man rennen kann. Oh, ich kann rennen mit... der Taste? Random. Aber okay. Merke ich mir. Diese Pfütze sieht so aus, als wäre sie schon eine Weile hier. Ich hoffe, das stickert nicht in meine Schuhe. Na doch, wenn ich reinlaufe. Schau mal hier so im Vordergrund, was hier alles ist. Das sieht aus wie ein Pferd hier. Abgeschossen. Ich glaube sowieso nicht, dass das Bällebad da drin ist. Ich weiß auch gar nicht, warum wir hier lang gegangen sind. Hier ist offensichtlich gar nichts. Na komm, gehen wir mal hier rein. Ah, ist sogar offen. Hey, es existiert tatsächlich. Es sieht irgendwie eklig aus. Aber ich frage mich, was Papa tun würde, wenn ich mich verstecke und eine Weile verschwinde. Vielleicht könnte ich ihm eine Lektion erteilen, damit er mich nicht den ganzen Tag an diesem gruseligen Ort allein lässt. Echt so, ey. Versteck dich mal im Bällebad. Voll lustig. Es sieht so aus, als wäre da was übermalt worden. Ich frage mich, was das ist. Sieht aus wie... ein Bär? Ein Hase? Vielleicht noch
Chicken? Chicken Wings? Blower war das aber nicht, oder? Oh, wie cool, ich kann diese Bälle hier rumschieben. Niau, niau, niau. Tor! Schiedsrichter, hallo, abpfeifen. Hoffentlich bekomme ich keine Bindehautentzündung. Windsbällebad. Was zur Hölle? Was zum... Ich gehe ins Bällebad rein und auf einmal sind wir woanders? Das ist so das Einzige, was ich von diesem Spiel weiß, oder generell von Into the Pit weiß, dass es einen Typen gibt, der in Jeffs Pizza in Bällebad springt. Auf einmal reist er in die Zeit zurück zu Freddy Fazbear's Pizza und erlebt da ein paar Sachen, die kein Mensch erleben sollte. Das ist das Einzige, was ich darüber weiß, also ab jetzt wird es komplett blind. Ist aber auch der gleiche Raum, aber jetzt ist es Freddy Fazbear's Pizzeria, wie man sehen kann. Hier ist auch eine Pizza, Schatten und Possum, ein Endoskelett. Verrückt, nicht? Kann ich mit irgendwem reden? Kann ich nochmal zurück? Nee, er wird sich hier umschauen. Okay, verstehe. Papa sagt, dass wir später ins Kino gehen. Geil, was schaust du dir an? Ich weiß nicht, irgendwas mit so Typen, die Geister jagen. Ich kann mich nicht an den Titel erinnern. Ah, ich hab den letzte Woche gesehen. Pass auf, dass du nicht voll geschleimt wirst. Ghostbusters von Nickelodeon oder was? Diese Charaktere sehen aus wie die, die ich zeichne. Was zeichnest du denn da? Dieser Laden ist der Beste, Mann! Ich will für immer hier bleiben! Ja, so sieht er auch aus. Schaut euch mal Chica an! Willst du den hin? Ich bin zu den hin! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein braunerer Bär, ein lila Hase und irgend so ein Vogelmädchen. Gruselig. Aber alle scheinen sie zu mögen. Was macht denn Bonnie da von Moose und Freddy? Geil. Wo macht die Floss? Was denn jetzt, glaube ich? Also, das hätte das Fluff, das Fortnite Fluff-Kollaps sein müssen eigentlich. Ja, egal. Ich habe gehört, es gibt einen neuen Automaten in der Spielhalle. Den sollten wir abchecken. Ich wette, der ist geil. Ich wette, ich kann einen neuen Highscore ausstimmen, bevor es eine weitere schafft. Das habe ich schon gemacht. Aha, neue Arcades. Bin ich dabei. 25 Cent für Süßigkeiten? Dafür könnte ich Süßigkeiten bis ans Ende meines Lebens essen. Mama würde das aber nicht mögen. Ja, Inflation, Kollege. Da lernst du es auch mal kennen. Employees only. Immer noch verschlossen. Ich brauche mehr Spielmarken. Ich glaube, ich habe meine Bällebad verloren. Ja, Kollege, die sind jetzt in der Zukunft. Tut mir leid. Mike. Danke, Scott. Was geht jetzt ab? Hey Mann, geil Klamotten! So eine Aufmachung habe ich noch nie gesehen! Danke? Ich mag dein Zukunft der Rückblende-Shirt. Das ist mein Lieblingsmann von damals. Zukunft der Rückblende? Soll das heißen Back to the Future oder was? Chip. Alt? Wovon redest du? Der Film kam doch erst vor ungefähr 3 Wochen raus. Entspann dich, der macht nur Spaß! Ich bin Mike und das ist Chip. Wie ist dein Name, Kleiner? Ich bin Oswald. Was war halt? Wie der Zauberer? Der Zauberer? Ich kenne den Film nicht. Der von Oz, klar! Oh, sicher, ja, den habe ich einmal gesehen. Weil der nennt mich Oz. Da haben sie den Namen, nehme ich mal an. Hey, wie kommt's, dass wir dich vorher noch nie gesehen haben, Oz? Ich bin, Das ist eine gute Frage. Haha, du bist witzig. Es ist in Ordnung, der neue Schatz zu sein. Aus. Das neue Werk bringt viele Neulinge wie dich in die Stadt. Neu? Warte, Jeff, ich glaube, mit meinem Papa stimmt etwas nicht. Was? Aber... Chill, Alter, du machst den Neuling ganz nervös. Lass ihn doch ein bisschen Spaß haben, während er sich einlebt. Willst du eine Pizza rollen? Wir uns spielen aus. Pizza rollen? Das geht spaßig, aber ich glaube nicht, dass ich hier sein sollte. Naja, wo würdest du denn sonst sein wollen? Erkunde das Gebiet? Keine gute Idee, Mann. Komm schon, Mann. Ich will weiter mit dir über Filme reden. Abgemacht. Folge uns zur Spielhalle. Ja, wir müssen leider runter. Dann wird den besser sehen, ne? Bin ich berutscht? Nein. Ja. Zur Spielhalle?
brandneues Hüttenwerk. Mein Papa arbeitet dort. Mikes Papa auch. Wetten, dass dein Papa dort auch einen Job bekommen hat? Okay. Trifft Chip und Mike in der Spielhalle. Aber was ist, wenn ich jetzt hier reingehe, weil ein Monster uns beobachtet hat? Das ist bestimmt eine gute Idee. Okay, jetzt verschossen. Alles klar. Erinnert nichts. Pizza, Pizza! Ich mag die Atmosphäre hier, das ist cool. Oh Mann, das ist eine verdammt gute Pizza! Das glaube ich dir. Ist das Kinder-Macaroni- und Ketchup-Pizza? Bäh! Ich bin ja für die Weiterentwicklung von Pizzageschmäckern, aber das ist eine Abscheulichkeit! Du hattest vorhin noch nie eine Ananas-Pizza. Ananas? Auf Pizza? Oh, die Menschheit! Ja, oder? Schlimm, ne? Lass mich durch. Glaubst du, Foxy wird mal zurück sein? Er fehlt mir. Wer weiß, wenn ich die 7 Weltmeere bereisen würde, würde ich nie zurückkommen. Aber was mit dem ganzen Meersatz auf der Haut? Bringt dich der bloße Gedanke daran nicht zum Jucken? Wer wäre nicht gern ein einziger Seefuchs? Das stärkt den Charakter. Ja, weil Foxy out of order ist wahrscheinlich. Wie man ihn kennt, ne? Ich hab gar nicht zurück, ich bin auf automatisch reingegangen. Lol. Ein Gutschein für Foxys Piratenparty. Okay. Hi Freddy. Was bietet es mit an? Schmeckt nach einer Papppizza, ich weiß auch nicht. Ah, wenn ich gedrückt halte in die Richtung, dann geht er auch automatisch rein, ohne dass ich A drücke. Ach, hier seid ihr, hier ist die Arcade. Hey Mann, hast du schon mal Pizzaroller gespielt aus? Pizzaroller nicht, aber was ähnliches habe ich schon mal gesehen. Das ist das neueste und beste Modell von Fazbear's, also überrascht es mich nicht. Wir haben hier echt exklusive Sachen. Was ist Fazbear's? Ha, ein Kind, das Fazbear's nicht kennt? Du bist ja ein Scherzkeks, Junge. Hier, schalt dir deinen Ball und wir zeigen dir, wie man spielt. Du trittst zuerst gegen mich an. Ich werde es dir nicht allzu schwer machen. Vielleicht. Mike, der Schlingel, du. Okay, das hier ist es, so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Nimm nur die Bälle in die Zielscheibenringe rollst. Am Ende gibt es eine Rampe, die deinen Ball in die Luft ballert. Also musst du die Geschwindigkeit entsprechend im Griff halten. Schau mal her. Oh, er spielt gerade. Warum war der Ball so eine andere Resolution als der Hintergrund hier? Angeber! Versuch's doch auch mal aus. Okay. Ich will die 100er, schätze ich. Wow! Anfängerglück, Mann! Hat doch recht, der Mike. Ich bin dran! Wow! Wow! Du bist ziemlich gut darin, Mike. Danke. Mike ist der beste Pizzaroller-Spieler der Stadt. Er ist fast schon so gut. Er war fast schon zu gut, wenn du mich fragst. Ich versuche ja nicht gut zu sein. Ich sag bloß den ganzen Sommer. Achso, ich saß bloß den ganzen Sommer hier fest, während meine Eltern arbeiten. Aber ich raste wieder ein, sobald wir alle wieder zur Schule gehen. Wenn du das sagst. Ich bin immer so schwer. Los geht's! Schule? Gehst du auch nach Westbrook? Was sonst? Westbrook ist die einzige Schule in der Nähe. Ist dir das? Ja. Ach, ich bin dran. Rup. Ungefähr so ist, glaube ich, ganz gut. Ja, trifft man eigentlich immer. Okay, dann lass uns los. Los, wohin? Ich habe gehört, dass wir dieses Jahr einen neuen Lehrer bekommen. Ich glaube, ihr Name ist Frau Michan. Letzter Mal los. Mach einen guten Wurf. Okay, Mike. Katsching. Wow. Hat mich jemand geschlagen? Das war ein toller Wurf aus. Danke. Wie wäre es stattdessen mit etwas fangen? Oh ja, das gibt uns die Möglichkeit, Ost hier ein bisschen herumzuführen. Ich sage, klar. Geil, ich bin es zuerst. Macht euch bereit, loszulaufen. Lass sie nicht erwischen. Du solltest loslaufen, Ost. Ich gebe dir sogar einen Vorsprung. Ach, okay, er ist Chip. Ich dachte, er wäre Mike. Nee, der andere ist Mike. Okay. Geh weg rein. Da, ich verstecke mich hier. Hier werden mich nicht sehen. Und vielleicht im Ballpit. Oh, im Ballpit werde ich mich gar nicht suchen, glaube ich. Geht das? Kann ich das? Mich erwischt! Hab dich! Mist. Okay, bist du ein interessantes Game? Uff, heute ist es echt voll. Ich habe das Gefühl, ich kann dich überhaupt nicht einholen, Chip.
Ich glaube, du hast recht. Alle legen sich wohl nochmal richtig ins Zeug, bevor die Schule losgeht. Wie wäre es dann mit Verstecken spielen? Na, das ist ein Spiel, bei dem ich gut bin. Abgemacht! Okay. Ich weiß nicht, wie Verstecken spielen. Sie werden mich niemals finden. Wahrscheinlich das aussehen, die Chica so rote Augen. Ich weiß nicht warum. Ich verstecke mich hier. Die werden mich hier niemals finden. Geht das überhaupt? Nein? Wo kann ich mich dann verstecken? Vielleicht in einem Raum, wo ich nicht rein soll? Geht nicht. Ist verschlossen, komplett. Dann kann ich auch nicht reden, aber ich pack deren Outfits alle. Sieht alle sehr interessant aus. Ah, hier Rules. Regeln. 1. Nicht rennen. 2. Nicht rufen. Raus oder? Es kann nicht sein, dass die Kinder jetzt tatsächlich diesen Regeln folgen. Ja, das, nein. Einfach nein. Verstecken. Hier hinter vielleicht? Kommst du nicht auf die Idee, vielleicht die dahinter zu verstecken? Nee? Hier links haben wir noch gar nicht, glaube ich. Oh, was haben wir hier? Pizza Limonade? Ich bin begeistert, jetzt forschen, wie das schmeckt. Grässlich bestimmt. Ich soll mich ein bisschen umsehen erstmal. Okay. Wo können wir uns sonst verstecken? Ticket Eater. Ich frag mich, wie viele Tickets man braucht, um hier einen Gutschein zu bekommen. Einige bestimmt. Da steht, ich brauche eine Spielmarke, um zu spielen. Ich frag mich, wo ich welche herkriegen könnte. Schwierig, ne? Papa hat gesagt, er hat dieses Spiel geliebt, als er in meinem Alter war. Es sieht wirklich ziemlich witzig aus. Das hier? Wow, wer auch immer GGY ist, hat den Highscore bei dem Spiel. Bei jedem Spiel sogar. Er oder sie muss wirklich gut sein. Da steht, ich brauche eine Spielmarke. Okay, hier auch? Was? Der sieht nicht so lustig aus wie der anderen. Wäre es nicht großartig, Hamburger auf deiner Pizza zu haben? Stell ich dir einfach vor, alles Gute eines Hamburgers, aber flach. Warum? Hast du jemals versucht, einen riesigen Burger mit einer Hand zu halten, während du einen dieser Spielhallautomaten spielst? Das ist unmöglich. Alles fällt raus. Aber du kannst einen Pizzastück mit einer Hand halten. Ich glaube, du bist da was dran, Mann. Leider guck. Wenn ich einen Gutschein hätte, könnte ich hier gegen Preise einnehmen. So retro. Exotic Balls. Und das da ganz unten ist dieser eine Gegner aus Snuff World. Wie geil. Papa hat gesagt, er hat dieses Spiel geliebt, als er in meinem Alter war. Das sieht wirklich ziemlich witzig aus. Hier sind Freddy und Bonnie. Ja, okay, ist alles das gleiche. Verstehe. Hier ist Bonnie. Kann ich hier rein? Ich kann ja rein. Lagerraum. Oh, hier sollten wir nicht rein. Was macht Golden Freddy hier? In diesen Geschenken ist nichts drin. Hoffentlich sind die nur Deko. Andernfalls wird ein Kind den schlimmsten Geburtstag aller Zeiten haben. Ich glaube auch. Oh, ein leerer Anzug. Ich wette, da werden sie nicht nachsehen. Da verstecken wir uns drinnen. Ja, versteck dich im Anzug. Ist eine gute Idee. Ich bin's. Versteck dich im Golden Freddy Anzug, okay. Juni 1985? Das ist wirklich wie in diesem Film. Wie... Ich hätte geschüttelt. Ich verstecke mich besser. Kamera schenken. Oh. Alter. Uff, ich hoffe, Mike hat das nicht gehört. Muss mich schnell verstecken. Oh. Ja, ein bisschen sass. Ha, schöner Versuch. Aber ich kann nicht hören, Chip. Ach, egal. Hast du auch schon gefunden? Noch nicht, erst leise, im Gegensatz zu dir. Naja, ich... Vielleicht finde ich ihn ja zuerst. Nein. Die werden mich nie finden. So, und wie komme ich jetzt hier... Was zum Geier war das
für ein Ding! Gut, dass es mich nicht gesehen hat. Es sollte wohl hier nicht hinten sein. Nee, hier soll ich wirklich nicht sein. Was geht ab? Ah! Hey, und die Kinder! Oh, oh, ich glaube, hier passiert gerade was. Hallo? Hallo? Jemand da? Chip? Mike? Verdammt, es ist sinnlos zu rufen. Zu viele Leute schreien. Wo sind sie? Vielleicht wissen sie, was hier los ist. Such mal Chip und Mike. Oh, Angst. Noch weiter? Da ist etwas im Weg. Okay. Es bewegt sich nicht. Ich habe so eine Lifestone gerecht. Was heißt die? Boah, jetzt wird's richtig creepy. Jetzt geht das Spiel richtig los. Ich könnte auch schon vorhin sterben können. Was bedeutet der Sound? Warum leuchtet der? Keine Ahnung. Also die Musik ist übelst creepy. Ich hoffe, das ist nicht zu laut für euch, aber was zur Hölle geht hier ab? Was? Gehen wir hier lang? Hey, wo geht's so lang? Dem Schild steht, bin auf Piratenfahrt. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich werde auf gar keinen Fall zu diesem Vorhang schauen. Ja, macht Sinn. Die Radio. Ich kann mich hier verstecken? Warum sollte ich mich verstecken wollen? Ich habe gar keinen Grund, mich zu verstecken. Gibt es einen? Könnt ihr wieder zurückgehen und den Flossen machen? Das fand ich angenehmer. Was ist passiert? Ich glaube, ich schau lieber ab. Ich verstecke mich lieber im Bällebad wieder. Da, wo alles angefangen hat. Einfach zurückgehen. Ins Bällebad. Aber, okay. Ich sollte Chip und Mike suchen. Die rennen wahrscheinlich auch zum Ausgang, ne? Links? Okay, dann rennen wir nach links. Es sei denn... Hast du die Tür gerade geöffnet? Alter. Hi. Mitkommen? Nein. Ciao. Boah, Alter, der richtige Muskel, du. Fordert es mich auf, ihn zu folgen? Vielleicht hat es Chip und Mike. Müssen ihm folgen! Was war das? Es kann unmöglich sein, dass jemand zwei Pizzen gegessen hat, während er es hier rausgerannt ist. Unheimlich. Okay, wir folgen ihm. Was? Ich muss dem Ding folgen. Ja, ich dachte da lang. Nicht? Und was hat das jetzt eingebracht, dass ich das Ding darunter geholt habe? Dieses Paperpal-Ding. Employees only. Hier. Auch nicht. Okay, also ist er links gegangen? Celebrate. Das ganz alte Poster. Ist das hier Toy Bonnie? Ich kann mich verstecken, aber nur wenn ich genau unter dem Teller stehe. Das ist echt... abartig. Auch nicht. Hier? Krieg ich einen Jumpscare in die Fresse? Okay, war nochmal. Ich hab B gedrückt. Ich hab aus Versehen B gedrückt, ey. Ich kann aber nicht rennen, der lässt mich nicht. Vielleicht kann mein Charakter nur rennen, wenn er denkt, er muss rennen. Eins? Warum steht da eins? Warum ist das gerade umgekippt? Nicht gut. Habt ihr das gesehen? Spring Bonnie oder Spring Trap, je nachdem. Hat gerade das ganze Kind umgebracht. Ah! Entkomme, okay. Ah! Hilfe, wenn mich umbringen. Ah! Weg hier, weg hier, weg hier. Vor lang, ich weiß nicht, vor lang, vor lang. Verstecken, verstecken. Ja, richtig, verstecken. Ah, verstecken.
Hör mich hier nicht. Wie halte ich die Luft an? Hat er mich nicht gesehen? Ciao! Ist es weg? Ich muss hier raus. Hoffe, Chip und Mike geht's gut. Alter, wir haben gerade gesehen, wie die 5 Original Kinder umgebracht wurden von William Afton. Oh mein Gott! Ah! Das wird mir jetzt zu viel, Leute. Ich muss aber sagen, das Spiel erinnert mich auch so ein bisschen an so ein Fangame. Ich weiß leider nicht mehr, wie das hieß, das Spiel, aber das war auch so ähnlich, wo du immer vor Springtrap oder generell William Afton wegrennen musstest. Die Szene gerade hat mich auch daran erinnert. Aber ja, Leute, falls euch der erste noch gefallen hat, dann seid gespannt und dabei beim nächsten Mal bei Five Nights at Freddy's Into the Pit. Die Bilder haben sich geändert, schaut mal. So ein Blitz? Springtrap? Oder ist es Red aus Five Nights at Freddy's? Sieht auch so ähnlich aus. Und da die drei Jungs. Beste Freunde. In einem anderen Universum. Okay, bye!